Was ist eine Bremskurve? Dieses Video wird ein bisschen theoretisch, aber dennoch nicht weniger uninteressant, denn jeder von euch kennt Bremsen und jeder von euch weiß, was eine Kurve ist, aber was eine Bremskurve ist, das will ich euch heute mal erklären. So, dazu brauche ich erstmal ein Diagramm, das hilft mir. Nehmen wir mal ein Geschwindigkeitszeitdiagramm. Ja? Hier oben ist 160, hier unten ist es 0 und in diese Richtung geht die Zeit vorwärts. Ja? Wenn ich jetzt bremse aus 160, ja, dann wird irgendwann die Kurve hier flacher oder diese Linie, diese gedachte, bis hier unten ist bei 0. Ja? So, das ist eine Bremskurve. So. Eine weitere Kurve könnte sein, eine erdachte Kurve. Ja? Man kann ja für jede Sekunde in diesem Diagramm bestimmen, wie schnell ein Zug zu fahren hat, damit er noch rechtzeitig zum Halten kommt. Ja? Und diese Kurve, die nehmen wir und programmieren sie in unsere Sicherheitseinrichtung. Ja? Dann hat die jeder Zug. So, und was bringt uns das? Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich fahre also auf ein Signal zu. Dann kommt ein Vorsignal, dann kommt ein Hauptsignal. Das Vorsignal sagt mir von mir aus, es ist Halt zu erwarten. Ich quittiere am Vorsignal. Und dann läuft diese gedachte Bremskurve ab. In unserem Sicherheitssystem, in unserer PZB. Die läuft dann intern so ab. Ja, und guckt, ob sich der Zug auch so verhält, wie es erwartet wird. Das heißt, ich muss jetzt also einbremsen. Und immer unter dieser gedachten Kurve bleiben. Mit meiner Kurve, die ich da reinmale. Weil ich ja bremse. Ja. Wenn ich das nicht schaffe, dann stoße ich irgendwann mal mit meiner Kurve an diese gedachte Sicherheitskurve an. Und dann macht's Peng. Dann gibt's eine Zwangsbremsung. Und dann steht der Zug. Ungewollt. Das Blöde ist, wenn ich zu spät anfange zu bremsen, stoße ich gegen die Kurve. Wenn ich zu lasch bremse, stoße ich gegen die Kurve. Wenn ich zu früh wieder die Bremse löse, stoße ich gegen die Kurve. Da kriege ich jedes Mal eine Zwangsbremsung und komme zum Stehen. Wenn ich zu früh bremse oder zu doll, ja, und zum Schluss gar nicht mehr auslöse die Bremse, ja, dann halten wir vielleicht zu früh. Dann machen wir Verspätung. Die Kunst ist also, dass der Lokführer genau einschätzen kann, wie stark und wie schnell und wie lange er bremsen muss, dass er nicht gegen die Kurve stößt, gegen die Bremskurve, die hinterlegt ist, aber auch nicht zu langsam wird, dass es Verspätung wird. In diesem Bereich müssen wir jonglieren. Und das ist die Kunst des Lokführers. Diese Bremskurven laufen natürlich auch ab, wenn da vorne Langsamfahrt zu erwarten ist. Nicht nur auf Haltzeigensignale, sondern auch auf Signale, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung anzeigen. Denn da macht es auch viel Sinn, sich in diesem Bereich gut auszukennen. Dass ich nicht zu doll bremse, aber auch nicht zu spät, dass ich ungewollt zum Halten komme. So, was ist jetzt nun eine Bremskurve? Die Bremskurve ist eine erdachte Kurve in unserem Sicherheitssystem namens PZB, die den Zug im Falle einer falschen Bremsung zum Stehen bringt. So, wenn ihr jetzt zu diesem kniffligen Thema noch eine Frage habt, dann gerne unter Berücksichtigung der Bremskurve in die Kommentare. Okay, tschüss.